Ah, ich wollte eigentlich zurück, wieder schon immer. Ich bin damals hier weggegangen, ich habe eine Herausforderung gesucht. Und für mich war das jetzt einfach perfekt mit der Geburt meines Kindes, mit meiner Tochter. Ja, im Sommer, das ganze Theater im Sommer war schon sehr komisch. Die Spiele hier am Turm waren trotzdem die schönsten, auch im letzten Jahr. Und das Schöne ist, dieses Jahr noch mehr Heimspiele zu haben hier am Turm. Von klein auf fing schon an, ja. Wenn meine Eltern mich mitgenommen haben als Nachwuchsspieler, durfte ich dann hier ein paar Spiele gucken, noch zu Turtle-Zeiten. Bin ich da rumgelaufen mit dem Schlittschuh in der Hand und habe Geld gesammelt und bei den Toiletten hinten eine Waffe gegessen. Das ist einfach einmalig, wenn man so groß geworden ist und jetzt halt selber da spielen zu können. Ist halt, ich habe vor der Sache sehr großen Respekt, dass die Fans einfach so viel dafür geben. Es fängt mit den, wie viele Trikots jedes Jahr verkauft werden, was hier auswärts immer los ist, wie viele Aktionen die starten jetzt mit dem Boot und so. Und dass sie da ihre ganze Leidenschaft und ganzes Herz reingeben. Und umso mehr will man halt dann zurückgehen. Reine Motivation und Gänsehaut jedes Mal, wenn man aufläuft. Aber hier steckt einfach so viel Tradition hinter, denke ich. Dass jeder weiß, was hier los ist. Die ganze Stadt weiß, dass Hannover Indianerland ist. Wenn man auf dem Eis ist, zählen nicht nur Tore schießen. Ja. Die Leute, die Schüsse blocken, zählt genauso, als wenn man ein Tor schießt. Das ist halt dieser Zusammenhalt, was jeder verstehen muss. Und in der Kabine und außerhalb der Kabine. Wenn einer mit einem blauen Fleck kommt, hat einen Schuss geblockt, dann muss er genauso gefeiert werden, als wenn einer zwei Tore schießt. Von der ersten Reihe bis zur dritten Reihe weiß jeder, was hier seine Arbeit ist. Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Keiner hat hier mit irgendjemandem Ärger oder Neid oder irgendwas. Es ist eine Mannschaft und genauso stellt man sich das vor. Ich stelle mich jeder Frage von jedem Fan. Ich habe da keine Geheimnisse oder irgendwas. Sie können mich alles fragen nach dem Spiel. Bloß ich bin jetzt nicht der Typ, der nach dem Spiel den Kontakt sucht, sondern ich brauche meine Ruhe, muss erstmal alles verarbeiten, esse was, trinke was und will dann eigentlich auch schnell nach Hause. Ich gehe auch nach dem Spiel lieber oben in die Kneipe und trinke da mein Bier, als im VIP-Raum mein Bier zu trinken. War schon früher so, ist jetzt immer noch so. Und von daher, da Gesichter kennt man, man sagt Hallo, man redet kurz. Ich kenne sogar, also ich bin mit welchen noch befreundet von vor 10 Jahren. Egal wo ich gespielt habe, ich habe im Süden gespielt, im Westen gespielt, im Osten gespielt. Und für mich waren die schönsten Spiele immer dann auswärts hier zu spielen. Okay, Familie kam rum, klar, aber auch man ist hier auf dem Eis groß geworden. Und für mich ist einfach das Schönste hier, aus der Kabine rauszugehen und einfach zu wissen, man fühlt sich heimisch. Was Schöneres gibt es nicht.